Hallo meine lieben YouTuber, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja meine Lieben, heute ist der Tag, heute bin ich auf dem größten E-Scooter-Treffen von den Survival Masters und ich bin jetzt hier schon im Wesel. Ich finde es mega, mega aufregend und im Hintergrund, tada! Genau, hier ist also das Parkhaus, hier sind heute alle E-Scooter-Freunde versammelt und ich finde es mega spannend und gerade für diejenigen, die heute nicht dabei sein konnten, ich wünsche euch super, super viel Spaß bei diesem Video. Ich hoffe, ganz, ganz viele Eindrücke einfangen zu können und sage euch jetzt viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Schaut mal, meine Lieben, ein Segelflieger, mega schön und so sieht's hier aus. Also ich bin übrigens heute auch das erste Mal in Wesel. Ich finde, es ist mega, mega schön hier. Und was gehört zu dem E-Scooter-Treffen? Tada! Ihr kennt es wahrscheinlich auch schon. Den Bulli hier. Und ja, unverkennbar natürlich, wenn man die Survival Masters kennt. Und wir gehen jetzt mal direkt rüber ins Parkhaus. Und da werde ich euch jetzt natürlich ein paar Dinge filmen. Ein paar Leutchen sind auch hier. Aber so wie es aussieht, drehen die heute gemeinsam jetzt schon gerade zu diesem Zeitpunkt eine Runde. Aber ich finde es mega interessant und ja, warte einfach mal, welche Scooter wir heute gemeinsam sehen werden. Also das finde ich mega, mega spannend. Und so sieht es hier aus. Also, tada! Genau. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on the better days, and the sun will come up again. As you brought me the sun. Und die ersten kommen zurück von der Tour. Somebody let the sun come up again. Hat gerade gesagt, das Ding geht ab wie die Hölle? Absolut! Wie geil! Allgemeine Verkehrskontrolle. Kann es sein, dass ihr Scooter über 20 km/h hatte? Nein, nein, 20. Es waren eindeutig keine 20. Sicher? 10% Toleranz. Ja. Wie schnell waren wir denn jetzt wirklich? Wir waren 75 km/h. Und dein Kollege war noch schneller. Ja? Ja. Es geht noch schneller. Ja, es ist echt schneller. Drin. Es ist echt beeindruckend. Das ist nicht das Ende. Ja, krass. Vielen Dank nochmal. Danke an die Survival Masters, dass wir uns heute mal so einen tollen Roller anbieten können. Oh! Ach du Scheiße!
again. Von Mikrofahrzeug, ein tobender Applaus für euch! Kennst du Adam Richmond von D-Max? Ja, der hat immer so eine Bretsche. Schnell, warm und weit. Maximale Kapazität? 35 Ampere Stunden auf 72 Volt. So, meine Lieben, ihr seht jetzt alle, wie die hier lang kommen, und das dürfen jetzt auch alle sein, schätze ich mal. Schaut mal, also bis da hinten hin, voll schön. Das könnte jetzt gleich auch was. Viele hier. Los hier. Ja, das ist ja neben mir. Ja, genau. Video in den Regen kommen, ist das war ja geil, das Video. Das war ja wirklich ein Wolken hoch, ne? Jetzt fahre ich doch nicht hierher, jetzt fahre ich doch woanders lang und dann nochmal blub. Ja. Super. Aber da kennen wir ja. Das habe ich gefeiert, ja. Da habe ich jetzt Nachholbedarf. Und ihr habt auch schön gefilmt? Ja, auf jeden Fall. Cool. Auf jeden Fall. Schön, also, ja. Sehr viel dummes Zeugs geschwatzt, ja, natürlich, ne? Ja. Haben Sie den eigentlich angehört? Der Anzeige hängt, ja, aber ich denke mal so. Ein Elite X-Trailer 10 vorhin, den mussten Sie abschleppen mit dem Letschen oder und sowas. Mal neu machen. Irgendwie hat er sich beim. Und du hast ein? Das ist ein Präsentierer. Und ich bin tatsächlich nicht der Einzige. Wir haben jetzt hier zusammen drei. Ja. Und vorhin ist ein Pärchen gekommen, die haben beide einen gehabt. Und also waren wir kurz fünf. Und ihr seid zusammen angereist? Nee, oder? Wir haben uns nur im Discord vorher schon kennengelernt. Ja. Ich habe im Zug jemanden aus Berlin, den Volkan, getroffen, auf seinem, ja, nicht, ja, auf seinem Elite X, aber, ja, hab ja schon gedacht, da steht ein Elite X, der will bestimmt in die gleiche Richtung. Und dann haben wir im Discord geschrieben und festgestellt, wir sitzen zwei Sitze hintereinander. Ja, und da haben wir uns dann zusammengetan gehabt. Aber das war unterwegs auch, die standen schon alle an der Ampel. Das war schon so. Da waren noch bei 90%, aber jetzt wahrscheinlich nochmal eine Stunde laden müssen. Ja, schön. Ja, hat auch echt Spaß gemacht. Das ist für mich das erste Mal hier, ne? Ja, ja, für mich auch. War so neidisch auf die letzten Jahre, habe ich gedacht, das musst du unbedingt mitmachen. Ja, und wir haben gut durchgehalten. Ich habe auch meinen Fuchs dabei hier. Wie weit seid ihr gefahren? Ich glaube, wie viele Kilometer? 24 zusammen jetzt oder so. Waren, glaube ich, so 10. Hin, 11, jetzt und Reichweite 14. Hast du? Wie viel? Ich schaffe tatsächlich mit meinem Gewicht 65. Das ist aber gut. Das ist sehr gut, ja. Das war das, was ich mir so erhofft hatte, 60 ja plus. Ja. Und ich habe bei meinem ersten Reichweitentest bei 18 Grad 65 ja Kilometer geschafft. Ja, cool. Nummern, ja. Der darf das. Den konnte ich jetzt nicht messen. Wo sind wir? Heute? Ja, eben. Ja, so vor einer Viertelstunde. Wo wir jetzt zurückkommen.
auch wieder ein Elite X, meine Lieben. You're just one lost soul here to break the mold. When you see me, do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light. Was für ein Elite-X-Video? Ja, genau. Ja, ich mache ein kleines Video für euch hier, um euch zu promoten. Das ist super. Ja, sende mal einen Gruß raus an alle Zuschauer. Liebe Grüße an alle Zuschauer von Divi's Movie Channel. Divi's Movie Channel. Ja, genau. Aber du bist zu spät. Ja, ich wusste nicht, wann ihr losfahrt. Ja, die Leute wollten alle schon früher losfahren wegen dem Regen und gedacht, ja, aber irgendwie ab 14, 15, 16 Uhr soll es regnen. Ja. Ja, das war gegen 13.30 Uhr losgefahren. Oh, okay. Ja, gut. Ja, aber schön, dich mal kennenzulernen. Ja, ebenfalls. Sehr schön. Und wo ist deine bessere Hälfte? Meine bessere Klassen? Hälfte? Achso, ja. Die andere. Ja. ich sag mal, ist jetzt nicht so optimal gelaufen. Da ist wohl was passiert. Nicht was ganz Schlimmes, aber er war noch kurz da und hat da geholfen. Kommt aber gleich. Okay. Mehr weiß ich auch nicht. Meine Lieben, ihr habt jetzt schon sehr, sehr viel gesehen. Ich bin jetzt im Parkhaus gewesen und ihr seht, ganz viele fahren hier ganz, ganz tolle E-Scooter-Probe. Und ja, hier sind Scooter, meine Lieben. Sowas habt ihr noch nie gesehen. Also die gehen ab, die sind getuned, umgebaut. Ihr seht es hier schon wieder. Wow! Das ist echt nicht mehr normal. Das ist so, so krass. Und ja, also es ist sehr, sehr cool. Ich habe auch Manuel getroffen von den Survival Masters. Das fand ich mega schön heute. Also mega Event. Die haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und ich habe auch schon ganz viele Leute gesehen bzw. getroffen, die mich natürlich auch schon kannten. Und das fand ich auch total schön. Also hier auch nochmal an euch ganz, ganz liebe Grüße. Es war mir eine Freude, dass ich euch heute hier getroffen habe und dass ihr auch auf mich zugekommen seid. Und ja, also ihr seht hier im Hintergrund, es ist einfach mega. Es macht einfach so Spaß zuzuschauen und ja, wer weiß, was nächstes Jahr sein wird, das definitiv. Also da bin ich mega, mega gespannt. Aber es ist schon cool, einmal so zu sehen, was andere Leute so für E-Scooter haben. Und hier sind auch ganz, ganz viele Elite X natürlich, was ich super, super schön finde. Ihr wisst ja, Elite X, ja. Aber ja, ich filme jetzt natürlich weiter und wünsche euch natürlich noch ganz, ganz viel Spaß. Let down, did you hold your ground when you needed to? Oh, the way you smile makes the past worthwhile. Now I feel like I believe in a higher love. Mein Name ist Bruce Nolan von Eyewitness News. Und neben mir. Ja, du weißt Bescheid. Ich weiß Bescheid. Okay, wir sind jetzt bei Made of the Mist. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie den Herz des Ozeans, dem Klunker, über die Reling geworfen haben? Oh, Alter, schon. Oh. Ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt habe. Ich bin gerade völlig out of order in dem Fall. Was möchtest du mit dieser Frage bezwecken? Dass du mir sagst, ja, wie ich mich gefühlt habe? Warum du den Herz des Ozeans über die Reling geworfen hast. Warum hast du ihn nicht einfach behalten? Ja. Du meinst diesen großen... Ozeans. Genau, genau. Ja, er war so schwer. Und dann stand ich da an der Reling, verstehst du? Wurde vollgequatscht von hinten und pupp, ist er mir aus der Hand gefallen. So eine Scheiße! Oh. Ja, siehst du. Was ist die Lösung jetzt? Das ist hier Bruce. Ja, ich weiß. Das ist hier Bruce. Ja. Mann. Ja.
Ja, und was macht ihr denn Schönes? Ja, erstmal habe ich heute das erste Mal die Survival Masters kennengelernt. Mega. Ja. Ja. Hat Laune gemacht? Ja, total. Okay. Du kanntest sie zuvor schon? Hast du sie schon mal getroffen? Ja, ja, die haben mich ein, zwei Mal angeguckt. Für meine Zuschauer die jetzt, die kennen dich ja auch noch nicht. Ja, ich. Stell dich mal vor. Ja, ja, also hier. Ich bin der Marcel. Ich bin Bruce. Ja. Ich bin der Marcel von den Scooterhelden. Ja. Ja. Und ich und die Survival Masters, wir sind allerbeste Freunde. Mhm. Vor 2 Jahren habe ich mich auf die Fresse gelegt. Mit einem E-Scooter habe ich mir die Schulter gebrochen und die Survival Masters haben in einem der Videos einen Stein digital in meine Richtung geworfen. Jetzt weiß ich, warum ich auf die Fresse geflogen bin. Da gab es dann so ein bisschen Survival-Beef und mittlerweile sind wir beste Freunde und ich bin hier und wir teilen uns natürlich eine Community. Ne? Ja, sehr cool. Scooterhelden und Survival Masters passt wie Arsch auf Eimer. Ja, klasse. Deswegen sind wir hier und du bist hier, um das Ganze mal zu begleiten. Ja, absolut. Bin ja seit April neu dabei mit dem E-Scooter jetzt, ne? Mit meinem Elite X und ja, habe hier heute ja auch schon viele gesehen. Ja, bist du zufrieden mit deinem E-Lite X? Ja, absolut. Ja? Mhm. Cool, das freut mich. Aber gib halt ein Upgrade-Kit, das weißt du, ne? Ich weiß, habe ich schon bestellt. Hätte ich auch bestellt. Habe ich Fall. Schon bestellt. Ja, mega geil. Und vor geil. Allem immer Offroad-Fahren. Ja. Offroad-Fahren ist so meins. Mit 2 Motoren und dann richtig schön den Berg. Ja, absolut. Durch den Wald, mit dem MTB. Frauenpower! Ja! Hat mich gefreut. Ja, war richtig mich gut. Auch. Danke. Schön, dich kennengelernt zu haben. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Bis dann. Ja, meine Lieben, das hier war heute mein Besuch auf dem größten E-Scooter-Treffen, organisiert von den Survival Masters. Und ich hoffe natürlich, dass euch mein Video gefallen hat. Ich hatte heute einen super, super tollen Tag. Also, es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich habe so viele Leute heute kennengelernt. Das war wirklich klasse. Einfach nur klasse. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir bitte den Daumen nach oben und abonniert doch auch gerne meinen Kanal und aktiviert dann auch anschließend dieses Mini-Mini-Glöckchen, denn dann verpasst ihr auch kein neues Video mehr von mir und seid immer up to the date. Ja, und ich sage bis demnächst, meine Lieben, macht's gut und habt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Also, bis bald. Ciao!